das? Ist was mit Ihnen oder ist alles in Ordnung? Frau Richterin, die Wochen in der UHA, die waren absolut grausam für mich. Total. Ich habe meine Töchter habe ich eine ganze Weile lang nicht gesehen. Und meine Frau konnte mich nur zweimal besuchen. Ich möchte endlich richtigstellen, dass ich es nicht gewesen bin. Meine Arbeitskollegen, meine Freunde, die reden schon schlecht über mich. Ich halte das nicht mehr aus. Dann bringen wir es hinter uns und kommen direkt zur Sache. Herr Peter, Sie sollen den Freund Ihrer Tochter, diesen Lionel, im Kellerraum einer Bar niedergeschlagen haben, gefesselt, geknebelt und eingeschlossen haben. Das Ganze bei minus 18 Grad und ihn dort gelassen haben. Mit anderen Worten, er wäre gestorben. Zwar Mordversuch, sagt die Staatsanwaltschaft, wenn er nicht nach 2 Stunden gerettet worden wäre. Nein, so war das nicht. Ich habe meine Tochter nachts um 1:30 dort abgeholt. Ich bin dann mit ihr direkt nach Hause gefahren. Und diesen Lionel, den habe ich da überhaupt nicht gesehen. Den habe ich überhaupt nirgends gesehen. Der erzählt doch nur Lügenmärchen. Das ist ein ganz mieser Typ. Der hat einen ganz schlechten Einfluss auf meine Tochter. Sie ist doch erst 17. Und damit sind wir auch schon bei dem Motiv, von dem die Staatsanwaltschaft ausgeht. Was genau haben Sie eigentlich gegen den Freund Ihrer Tochter? Das ist der Barkeeper. Der arbeitet in dieser dubiosen Bar. Da tanzen die Frauen an den Stangen. Da werden Drogen vertickt. Wahrscheinlich gibt es dort auch Prostitution. Das ist ein ganz furchtbarer Ort. Das ist doch nicht kein Metier für meine 17-Jährige. Und wissen Sie was, jetzt auch noch das Neueste. Jetzt möchte sie eine Brust-OP. Das ist doch alles gar nicht richtig. Das ist doch erst, seitdem sie mit diesem Lionel zusammen ist. Ah, Herr Peters, ob ein Barkeeper was Schlechteres ist als ein Bankarbeiter, das weiß ich nach der Finanzkrise ehrlich gesagt nicht mehr. Ich möchte aber mal eins klarstellen. Es geht ihm überhaupt nicht um die Beziehung ihrer Tochter zu dem Lionel an sich, sondern es geht ihnen ganz grundsätzlich darum, dass ihre Tochter sich auf gar keinen Fall von zu Hause abnabeln dürfen und dass sie dann auch noch auf die Idee kommen, eine Beziehung zu führen, oder? Sie sind krankhaft eifersüchtig. Nein, mein Mandant hatte nie etwas dagegen, dass seine beiden Töchter Beziehungen führen. Und mit den Ex-Freunden gab es auch nie Probleme. Er hat ganz konkret was gegen diesen Mann. Das hat er ja auch gesagt und da steht er ja auch zu. Im Übrigen, Millionen von Vätern auf dieser Welt sind in einer ähnlichen Situation. Aber deswegen gibt man doch nicht einfach mir nichts, dir nichts hin und versucht, diesen jungen Mann zu ermorden. Ich meine, er stellt doch nicht die ganze Zukunft hier in Frage der gesamten Familie und aufs Spiel. Sie waren doch in der Tatnacht gar nicht das erste Mal da. Sie sind doch vorher da schon aufgekreuzt, oder nicht? Und Sie haben den bedroht, den Freund Ihrer Tochter. Sie haben gesagt, lass die Finger von meiner Tochter, sonst bringe ich dich um. Das haben Sie wörtlich so gesagt. Und genau das haben Sie hinterher versucht, in die Tat umzusetzen. Nein, das habe ich so nicht. Herr Peters, kommen wir mal wieder konkret zur Sache zurück. Das ist ein Taschentuch. Mit diesem Taschentuch war da Lionel geknebelt. Dieses Taschentuch hat die Initialien WP ziemlich ähnlich wie Walter Peters, ne? Ist es Ihres? Ja, das ist mir aber in der Tatnacht aus der Tasche gefallen, als ich meine Kleine abgeholt habe. Mehr fällt Ihnen dazu nicht ein, zu diesem Stofftaschentuch. Wie fällt Ihnen denn so ein großes Ding aus der Tasche? Tragen Sie das halb heraushängend aus modischen Gründen oder wie? Sie haben ihn damit gefesselt und geknebelt, Entschuldigung. Und dann sollte er frieren bei minus 18 Grad. Qualvoll und langsam, grausam nennt man das juristisch. Nur jeder andere könnte dieses Taschentuch auch gefunden haben und den Herrn Loreiro damit geknebelt haben. Das ist gar kein Problem. In dieser Bar sind ganz komische Leute, dubiose Leute anzutreffen. Das werden Sie noch ausführen können. Also wir haben es gehört, Sie sagen, Sie waren es nicht. Das Taschentuch haben Sie verloren. Ja. Und alles Weitere fragen wir die Zeugen. Zunächst einmal Christine Peters, bitte. Und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz, ja? Christine. Hallo. Hallo. Nehmen Sie hier vorne. Ach, Tine. Hallo. Oh mein Gott, wie siehst du aus? Wie geht's dir? Du siehst total abgemagert aus. Aber wie geht's dir? Mensch, du hast ja kaum was an. Wie siehst du denn aus? Das ist doch meine Entscheidung, wie ich rumlaufe. Wie, ist dieser Lionel von dir? Nein, es ist meine Entscheidung. Bevor wir die Kleidungsfrage diskutieren, diskutieren wir was ganz anderes. Sie nehmen Sie bitte Platz. So ist das nun mal mit Untersuchungshaft, die trennt Familien, ganz klar. Oder Verfahrensgegenstand ist hier versuchten Mord. Das wird das zu keiner Zeit vergessen. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Christine, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Nachname ist Peter, Sie sind 17 Jahre alt und wohnen in Dortmund, sind natürlich Schülerin. Welche Klasse gehen Sie? In die 10. Klasse, aber Sie können mich gerne Tine nennen. Tine, Sie sind die Tochter des Angeklagten. Das heißt, Sie haben Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können aussagen oder schweigen. Wie wollen Sie es halten? Ich möchte aussagen. Mein Papa übertreibt sehr oft, aber er war es nicht. Wie steht Ihr Vater denn so ganz allgemein zu den Freunden seiner Töchter, zu Ihnen beiden, zwei Kinder? Papa ist oft ängstlich, aber ja, er will für uns nur das Beste.
Für die Jungs, die wir mit nach Hause bringen, ist das meistens die Hölle. Kann ich mir vorstellen. Mein Vater hat damals grundsätzlich meine, ab 10 ungefähr, die Jungs als künftige Schwiegersöhne begrüßt. Ich hatte so eine Birne. Hatten Sie vor Ihrem Freund Lionel schon mal einen Freund? Ja, Robert, aber das hat nicht lange gehalten wegen Papa. Wie ist er mit Robert zurechtgekommen? Robert wurde überhaupt nicht akzeptiert, weil, obwohl er Jurastudent war, ich durfte ihn auch nicht besuchen gehen. Weil er in einer WG gewohnt hat, weil Papa viel zu panisch ist, wenn meine Schwester Miriam oder ich einen Freund haben. Ich traue mich schon gar nichts mehr zu erzählen. Panisch ist, glaube ich, das gute Stichwort. Es geht nämlich überhaupt nicht um die Beziehung zu Lionel. Es geht grundsätzlich um jeden Freund, den ihre Tochter hat. Damit kommen sie nicht zurecht. Sie führen ein ganz biederes Familienleben, zumindest nach außen hin. Und das wollen sie zwanghaft und krankhaft beibehalten. Wie ein Despot. Da achten sie darauf. Da darf keiner davon abweichen. Sie steigern sich dann irgendwas rein. Vielleicht auch in ihre Beschützerrolle, in der sie sich sehen als Vater. Und dafür begehen Sie sogar einen Mordversuch. Herr Römer, zwischen ihm und seinen beiden Töchtern hat immer schon ein sehr, sehr enges Verhältnis, eine sehr enge Beziehung bestanden. Ja? Und das ist natürlich nicht leicht für einen Vater, wenn man sieht, dass die beiden Töchter erwachsen werden und sich anderen Männern zuwenden, die eben halt eine wichtige Rolle spielen als der eigene Vater. Gut, aber deswegen begeht man doch noch lange keinen Mordversuch. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Sonst hätten wir die Säle hier voll, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass dann die Töchter überhaupt nichts mehr erzählen. Ja, klar, das ist die Konsequenz. Wie haben Sie den Lionel, oder den Lionel, ich weiß einmal Lionel, aber es ist, glaube ich, ein Portugiese. Also Lionel, wie haben Sie den überhaupt kennengelernt? Ich war mit meinen Freundinnen in einer Bar im Mai und ja, er hatte gerade Schicht. Und es war eine ganz normale Bar, weil Papa sagt immer, es ist eine Rotlichtbar, aber es stimmt überhaupt gar nicht. Und ja, ich habe mich sofort in ihn verliebt und naja, meine Freundin fand ihn auch total toll, aber ja, und er hatte aber nur Augen für mich und dann haben wir nach seiner Schicht gequatscht und danach haben wir rumgeknutscht, ja, und seitdem sind wir zusammen. Ja, also Sie haben den in der Bar kennengelernt und Sie waren also am selben Abend schon zusammen, das heißt, er ist doch einer von den Barkeepern, der sich sofort an jedes weibliche Wesen ranmacht, wenn er nur einmal mit den Augen geklimpert wird. Ist doch egal, wo man sich kennenlernt, wir lieben uns, auf jeden Fall. Und im Übrigen sind die beiden ja noch zusammen, das heißt, es ging ja über dieses Augenklimpern ein wenig hinaus und an einem One-Night-Stand war der Mann anscheinend auch nicht interessiert. Frau Tasic, das müsste auch Ihr Mandant mal irgendwie zur Kenntnis nehmen. Sie haben sich schlicht und ergreifend nicht im Griff. Sie sind gefährlich, Herr Peters. Das stimmt nicht. Papa ist zwar impulsiv, nervt oft, aber er hat nichts getan und schon gar keinen Mordversuch begangen, nur weil ich um 1 Uhr nachts in der Bar war. Wie krass wäre das denn? Es wäre ziemlich krass, aber krass, so ein bisschen krass ist ja auch, wenn man mitten in der Woche zur Schulzeit nachts um 1 in einer Bar ist. Ja, ich weiß, wir hatten uns total verquatscht und Lionel war so lieb gewesen. Ja, und dann haben wir nicht mehr auf die Uhr geguckt. Kommt vor. Haben Sie Ihren Vater kommen hören? Nein, er stand plötzlich vor mir und hat verlangt, dass ich sofort mitkomme. Ja, ich bin dann mit, weil ich keinen Ärger wollte. Aber was mich gewundert hat, ich habe ihn überhaupt nicht reinkommen sehen. Aber er war auch vorher nicht im Keller, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mit und am nächsten Tag stand die Polizei dann vor der Tür und die haben Papa verhaftet, was mich total schockiert hat. Und dann habe ich erst erfahren, dass irgendein Schwein Lionel eingesperrt hat. Ich habe keine Ahnung wer, aber eins weiß ich, Papa, der ist mit mir nach Hause gefahren. Ihr Vater soll Ihren Freund Lionel ja nun häufiger bedroht haben. Haben Sie davon was mitbekommen? Ja, Papa war oft ärgerlich auf uns, also auf Lionel und mich, besonders auf Lionel, weil ich halt zu spät nach Hause gekommen bin meistens. Mhm. Und dann ist er zu Lionel gefahren und hat vor der Bar auf ihn gewartet. Ja, und dann hat er ihn bedroht. Was er genau gesagt hat, weiß ich auch nicht. Mhm. Ich weiß nur, ja, ich denke mal, er war einfach nur sauer, weil ich die Brust-OP unbedingt machen will. Er versteht das nicht, aber ich will das unbedingt. Sie wollen es unbedingt, sind Sie da so sicher? Denn Ihr Vater meint ja, dass diese Flausen mit dieser Brust-OP dann Lionel Eden in den Kopf gesetzt hat oder sonst wohin. Das stimmt gar nicht. Ich will das für mich machen, weil ich mir immer noch nachhelfe mit Schulterpolstern, ja, weil ich fühle mich einfach so flachbrüstig und ich will mir einfach nicht mehr nachhelfen müssen. Ich will wirklich echte große Brüste. Eine Brust-OP. Tina hat immer Angst vor OPs. Du kannst doch gar kein Blut sehen. Meine Güte, du bist wunderschön. Was ist denn nur passiert? Es ist doch erst, seitdem dieser Lionel mit dir zusammen ist. Ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper. Aber es geht hier nicht um dich, es geht um mich. Noch Fragen an die Zeugin? Lionel Loreiro, den möchte ich mal kennenlernen. Sie nehmen hinten Platz, bleibt unvereidigt. Herr Loreiro,
Nehmen Sie bitte Platz. Verzeihung für die Verspätung. Mein Getränkelieferant hat sich verspätet. Und ich konnte auf die Schnelle keine Vertretung finden. Dass man wirklich die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55 erlaubt einem zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Loraro, Ihr Vorname ist Lionel, Sie sind 21, wohnen in Dortmund. Was sind Sie vom Beruf, Barkeeper? Genau, ja, ich arbeite als Barkeeper, aber ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Also nur als Barkeeper. Hauptsache, die Drinks schmecken. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, und ich will unbedingt, dass der Herr Peters bestraft wird. Noch einige Minuten länger und ich wäre im Gefrierraum gestorben. Ach. In der Tat, es war wirklich knapp, dass man sie gerettet hat. Die Frage ist nur, wer hat sie dort niedergeschlagen und eingeschlossen? Denn der Angeklagte sagt, er sei das nicht gewesen. Weshalb sind Sie so sicher, dass er sie in den Gefrierraum verfrachtet hat? Er hat mich schon Wochen davor betot. Er ist immer mit Tina mit Auto abholen gekommen. Ja. Sie wissen gar nicht, wie krankhaft eifersüchtig er ist. Ich bin fast an einem Herzversagen gestorben. Schildern Sie uns doch einfach mal, wie Sie angegriffen worden sind, Herr Loraro. Ja, also, es war sehr viel los oben an der Bar und ich musste Eiswürfel holen von unten. Bin runter in den Keller, unser Gefrierraum ist unten im Keller. Mhm. Als ich dann vor dem Gefrierraum stand und gerade am Zimmer Eiswürfel rausholen wollte, schlug es mich von hinten. Ich habe das gar nicht gemerkt gehabt. Bin zuerst auf den Boden gefallen, mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen. Ja, und dann wurde es mir plötzlich total schwindelig und mir wurde schwarz vor Augen. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und als ich dann später aufgewacht bin, lag ich gefesselt und geknebelt da. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich habe überall Schmerzen gehabt. Es war sowas von höllisch kalt drin. Ich habe wirklich gedacht, okay, Lionel, jetzt ist es vorbei. Und Gott sei Dank kam später meine Ex-Freundin, die Cosima, die hat an dem Tag auch gearbeitet gehabt und hat mich da gefunden und hat sofort Krankenhaus alarmiert. In der letzten Sekunde. Ja. Aber eines habe ich nicht verstanden. Sie haben doch oben gearbeitet. Es war doch nicht nach Ihrer Schicht, sondern während Ihrer Schicht. Ja. Sie waren über 2 Stunden in diesem Gefrierraum. Warum hat nicht vorher irgendeiner der Kollegen und der Kolleginnen Sie vermisst? Ja, klar. Cosima hatte an dem Tag gearbeitet gehabt. Sie hat da nur ausgeholfen gehabt. Und der Frankie hatte Spätschicht. Und es war halt so viel los, da denke ich mal, dass ich da jetzt aufgefallen bin am Anfang. Also und Sie verdanken Ihr Leben nur einem äußerst glücklichen Zufall. Das war ganz, ganz knapp. Erzählen Sie uns doch bitte nochmal, welche Verletzungen Sie hatten. Ja, ich lag erstmal 2 Wochen im Krankenhaus, davon 3 Tage auf der Intensivstation. Ich hatte schwere Hautrötungen, Herzrhythmusstörungen hatten Sie. Genau, das hatte ich auch. Und hatte Magenschleimhautentzündung. Und bei einem Herzstillstand wäre es vorbei gewesen. Und ich kann es echt nicht nachvollziehen. Es ist echt krass, dass ich das überhaupt noch überleben durfte. Das ist richtig. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wieso? Nur weil die Tine ihr Brüste vergrößern wollte oder was? Nur deswegen? Also, mein Mandant hat den Zeugen in der Tatnacht überhaupt nicht gesehen und andersrum auch nicht. Er ist in diese Bar reingekommen, saß die Tochter da sitzen und hat sie nach Hause zitiert, so wie es ein ganz normaler Vater gegenüber seiner minderjährigen Tochter, die in einer dubiosen Kneipe irgendwann mitten in der Woche spät rumhängt, machen würde. Bis dahin vielleicht. Was ist denn mit den Drohungen? Wie hat er sie bedroht in den 2 Wochen vor der Tat? Ja, das war so. Die Tina wollte halt unbedingt, dass ich die Eltern kennenlerne. Und da war ich an einem Abendessen mit dabei. Da war der Herr Peters natürlich auch da. Und wir saßen an einem Tisch. Und er hat mich schon ganz, ganz skeptisch schon angeschaut. Und ja, dann hat er angefangen, andauernd mich auszufragen, wieso ich als Barkeeper arbeite und wieso ich keinen anständigen Job habe. Das war aber erst der Anfang. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich die Tina liebe und dass ich immer für sie da sein werde. Und wie gesagt, das war der Anfang und dann kam er später immer wieder an die Bar und stand dann, hat mich immer wieder beobachtet, permanent. Und dann hat er sogar angefangen, mich zu tun. Hat gemeint, dass er mich kalt machen wird, wenn ich sie nicht verlassen werde. Aber ich meine, ich hab ihn ja eh nie ernst genommen. Von daher. Also mein Mandant ist für den Zeugen nichts anderes als ein Bauernopfer, dem er die Tat ganz einfach in die Schuhe schieben will. So sieht's aus, Herr Loraro. Es ist doch offensichtlich so, dass Sie bei mehreren, vielen weiblichen Barbesuchern sehr, sehr beliebt sind. Haben Sie vielleicht mal daran gedacht, dass es eine Ex-Freundin gewesen ist, die eifersüchtig war oder sonst eine andere weibliche Barbesucher? Es war doch auch Ihre Ex-Freundin, haben Sie doch gerade gesagt, war doch auch an dem Tag arbeiten als Aushilfe. Ja, sie hat aber nur ausgeholfen. Da war sehr viel los an dem Tag. Sie ist öfters da.
Herr Loreiro, nur Drohungen ist es das eine. Oder gibt es noch zufälligerweise etwas anderes, weshalb der Angeklagte so eine Wut auf Sie haben könnte, dass er so ausrasten? Keine Ahnung. Ich denke mal, ja, wahrscheinlich wegen dem Plus-OP von der Tina. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, es ist ja aber nicht meine Idee gewesen. Sie ist doch alt genug. Sie ist doch alt genug, um sowas zu entscheiden. In 2 Monaten. Ich liebe sie so, wie sie ist. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Du willst doch diese Brust-OP von ihr. Nein. Du bringst sie völlig auf die schiefe Bahn. Das ist das Schlimmste, was man einer Frau antun kann. Das denken Sie. Das ist alles deine Idee. Und was kommt dann als Nächstes? Soll sie in deiner Bar arbeiten? Soll sie auch an der Stange tanzen? So ein Gelaber einfach nur. Das stimmt doch gar nicht. Wir lieben uns. Das ist doch meine Idee. Es ist doch, was ich will und nicht, was er will. Ich würde ganz gerne wissen, wie es in dieser Bar aussieht, wo Sie arbeiten. Ich meine, dass eine normale oder eine Nachtbar jedenfalls auch nicht unbedingt für 17-jährige Mädchen der ideale Nachtaufenthalt ist, ist ja klar. Also nur normale Aufenthalte, okay. Was ist das überhaupt für eine Bar? Ja, die Bar war mal früher eine Strip-Bar, aber das ist ja schon eine Ewigkeit her. Jetzt ist es eine ganz normale Bar. Ich meine, klar kann ich nicht ausschließen, dass da einige Gäste vielleicht eine Pille einschmeißen oder so. Hallo Rairo, mir sind da ganz andere Sachen zu Ohren gekommen. Diese Bar ist ein ganz bekannter Drogenumschlagplatz in Dortmund, insbesondere für Ecstasy-Pillen. Und verharmlosen Sie das doch bitte nicht, ja? Es haben nicht nur einmal Razzien in dem Lokal stattgefunden. Wenn Sie das nächste Mal weniger Glück haben, ist der Laden zip-zap zu. Für die Gäste habe ich keine Verantwortung. Da kann ich nichts machen. Aber meine Arbeitskollegen und ich, wir geben auf keinen Fall irgendjemandem was. Und ich werde Tina auch nie zulassen, dass sie was nehmen würde. Ich habe bisher immer auf sie gut aufgepasst, auch wenn sie an der Bar war oder nicht da. Das heißt aber trotzdem nicht, dass diese Bar ein guter Aufenthaltsort für ein 17-jähriges Mädchen ist. Bitte Sie, wie oft war er da? Er war so oft da und hat da ganz komische Leute ein- und ausgehen. Ja, von seiner Sicht aus vielleicht. Diese Bar, das ist doch nur Tarnung. Das ist doch nur Tarnung alles. Da wird mit Frauen gehandelt, da wird mit Drogen gehandelt. Frauen gehandelt. Ja, mit Frauen gehandelt. Ein Gelaber. Das ist doch Quatsch, was du sagst. Und Barkeeper, was ist denn das überhaupt für ein Job? Hast dein Vater nicht gesagt, dass du bei uns hinter der Bar anfangen wirst zu arbeiten? Was? Und was ist mit der Ausbildung zur Floristin? Ich will erst mal jobben. Ich kann das Geld nicht gebrauchen für die OP. Und die Ausbildung kann doch warten. Ich habe noch eh keinen Bock da drauf. Und außerdem will ich lieber in der Bar arbeiten. Das ist viel cooler. Und bei Lionel kann ich auch sein. Oh Gott. Nene, sind Sie wirklich so naiv, dass Sie eine Ausbildung, die Sie eigentlich haben könnten, für einen Job in der Bar aufgeben wollen? Denken Sie mal drüber nach. Noch Fragen an Lionel? Danke. Sabrina Peters, bitte, damit ich mal mit Ihrer Mutter versetzen. Sie nehmen an der Seite Platz und der Ehefrau des Angeklagten gleich mit. Frau Peters, nehmen Sie Platz. Sabrina, endlich. Ich will doch nur zurück zu dir und den Mädchen. Walter, alles wird gut. Alle stehen zu dir, alle Freunde, alle Bekannten und die Familie. Wir sind alle bei dir. Es glaubt keiner, dass du den Jungen umbringen wolltest oder irgendwas damit zu tun hast. Es wird alles gut. Mein Mann, der war das nicht. Genau das werden wir hier untersuchen. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Frau Peters, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Sabrina ist Ihr Vorname, Sie sind 39 Jahre alt, wohnen in Dortmund. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Krankenschwester. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen, schweigen Sie, es ist Ihre Entscheidung, wir wollen Sie es halten. Ich will unbedingt aussagen. Frau Peters, wann ist Ihr Mann in der Nacht vom 6. 7. August nach Hause gekommen und in welcher Verfassung war er? Also ich lag schon im Bett und war am Schlafen, aber ich denke, das war so gegen 2. Ich bin dann wach geworden und also Walter war schon ziemlich aufgewühlt. Aber er ist dann auch schlafen gegangen und ich bin auch sofort wieder eingeschlafen. Wir haben uns am nächsten Morgen eigentlich erst wieder gesehen. Wahrscheinlich war er einfach noch mal ein bisschen in Rage, weil er im Auto mit seiner Tochter eine Diskussion darüber geführt hat. Ja, zum so und so vielten Mal, dass er eben halt abends nicht so lange wegbleiben soll. Das ist doch ganz normal, das ist ja nichts Verdächtiges. Frau Peters, Ihr Mann soll ja schon lange vor dieser Nacht nicht besonders viel von Herrn Loreiro gehalten haben. Wie sind Sie eigentlich mit dem Thema Loreiro, Freund Ihrer Tochter, umgegangen? Also Walter hat sich Sorgen gemacht, aber ich habe immer gesagt, er muss ein bisschen lockerer werden. Wobei ich Tine verstehen kann. Also wenn ich 20 Jahre jünger wäre, ich finde schon, dass Lionel ein Schnuckelchen ist. Wieso hast du noch so einen Spießer wie Papa geheiratet? Weil ich liebe deinen Vater. Ja, ihr habt euch aber auch nie von euren Ex-Beziehungen erzählt oder sowas. Also ich würde das wissen wollen. Aber das ist nicht wichtig, was in der Jugend war. Was jetzt ist, ist einfach wichtig. Nein, also ich würde das so nicht sagen. Ich finde das schon ganz interessant. Ich habe doch sehr den Eindruck, dass sich hinter der recht biederen und ordentlichen Fassade Ihres Mannes Abgründe auftun. Man sagt doch nicht umsonst, ich habe noch eine Leiche im Keller liegen. Und bei Ihnen ist das, glaube ich, sprichwörtlich zu nehmen.
Nein. Das kann doch nicht sein, dass nur weil das für Sie alles zusammenpasst, dass es so ist. Walter ist von Grund her ein guter Mensch. Ich mache eigentlich, seitdem das passiert ist, die Hölle durch. Ich war im Badezimmer, als es geklingelt hat und die Polizei vor der Tür stand. Dann haben sie Walter mitgenommen. Ja. Und meine Töchter, die waren total schockiert. Von da an, es ist alles total anders. Frau Peters, was anderes. Wie stehen Sie eigentlich zur Brustoperation der geplanten Ihrer Tochter?